Gut. Ja, dann heiße ich Sie nochmal recht herzlich willkommen zurück nach der Pause. Wie schon angekündigt, kommen wir zu unserer Podiumsdiskussion. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, an die bereits im Amt eingeführten Politiker und die, die es noch werden wollen, ihre Fragen zu stellen. Wir haben ja ein sehr umfangreiches Themenspektrum vorhin gehört in den einzelnen Vorstellungsrunden. Und jetzt wollen wir die Möglichkeit ergreifen, dass wir den jeweiligen Redner mit individuellen Fragen konfrontieren und sind schon gespannt auf die Antworten. Die Reihenfolge ist völlig willkürlich. Wir fangen einfach mal mit unserem jüngsten Kandidaten an. Und eine Frage, die ist recht kurz und knackig, die gestellt worden ist an den Michael Schlauch. Wie stellen Sie sich die Arbeit im Kreistag vor? Da er ja für den Kreistag kandidiert, wollen wir natürlich hören, was er jetzt zu sagen hat. Ja, gut. Hört mich jeder? Nah hin. Ganz nah hin. Ganz nah hin. Jawohl. So. Ja, also ich bin auf die Arbeit im Kreistag sehr gespannt, vor allem auf die anderen Parteien, wie sie reagieren. Jetzt im Wahlkampf, wie ich vorhin schon angesprochen habe, in Dachau wird nicht mit uns geredet, sondern nur über uns. Draußen haben wir es ja auch gesehen, ein paar von uns sind rübergegangen. Dialog war nicht wirklich möglich oder nicht gewünscht. Ich bin gespannt, wie die AfD, wie sie da mit uns umgehen. Ich habe, wie Henkel schon angesprochen hat, die Geschäftsordnung einfach mal habe ich vorsorglich schon runtergeladen, um zu schauen, ob da nicht bei der letzten Kreistagssitzung vielleicht noch eine Änderung reingeschoben wird, die uns benachteiligen würde. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf die Arbeit, auf die anderen Parteien, weil sie kommen an uns nicht vorbei. Kommunalpolitik ist nicht wie eine Bundespolitik oder eine Landespolitik, wo uns einfach ignorieren kann. Und von dem her bin ich sehr gespannt und freue mich auf die Aufgabe. Da möchte ich mal kurz nachhaken. Wenn du gewählt wirst und einziehen wirst, was glaubst du denn, wie du von den anderen empfangen wirst? Also wie glaubst du, wird der persönliche Umgang sein? Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber da kann ich mir alles drunter vorstellen. Also vom anfänglichen Ignorieren bis zum Beschimpfungen in der ersten Sitzung kann ich mir da alles vorstellen. Aber ich glaube, dass es genauso wie bei den anderen Parlamenten so sein wird, dass wir in der ersten Zeit erstmal ignoriert werden, unsere Anträge, falls wir welche stellen, dass die nicht ernst genommen werden oder darüber wird gelacht und sie werden versucht zu zerpflücken, oder dass man versucht, sie zu zerpflücken. Von dem her, ich war auch schon in Kontakt mit Bundestagsabgeordneten, mit Bezirkstagsabgeordneten. Ich mache mir da keine Illusion, dass wir da mit offenen Armen empfangen werden und gleich in die nicht. Arbeit auf. Ich glaube es nicht, aber ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, dass wir uns dann, wenn sie uns dann besser kennenlernen, da man ja doch enger zusammenarbeitet, dass wir uns dann anders wahrnehmen und dass wir uns dann auf sachlicher Ebene gegenüberstehen können. Wir haben ja heute gehört, YouTube, AfD-TV-Channel Number One, da kriegen wir ja sehr viel aus den Parlamenten mit, nicht nur aus dem Bundestag, und da wird das eine oder andere vielleicht auch eine gewisse Unterstützung und Argumentationshilfe bieten. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Jürgen Henrizi. Wie genau wollen Sie den Haushalt, wir haben ja heute finanzpolitisch schon einiges gehört, wie genau wollen Sie den Haushalt der Stadt Dachau verbessern? Es schaut so aus, dass der Haushalt in Dachau ja kameralistisch ist. Das ist mehr oder weniger eine Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung. Und bei den Summen, die hier im Spiel sind, ist das natürlich recht lächerlich, weil das eigentlich für Kleinunternehmen angewandt wird, weil es eine vereinfachte Buchführung ist. Man hat also auf der einen Seite das Budget, das ist in einem Bereich untergebracht im Haushalt, und hat mehrere Einzelpläne, die die einzelnen Bereiche abdecken, sagen wir mal Bauen, Wohnen, Verkehr oder beispielsweise auch Kultur, Bildung und andere Bereiche. Jetzt denke ich da eher mal mehr so an den Staatshaushalt. Und wir wollen entsprechend schauen, dass wir
darauf achten, dass dieser Grundsatz, der ja auch durch die Bundeshaushaltsordnung heruntergebrochen wird, auf die Landeshaushaltsordnung, die Gemeindehaushaltsordnungen, weil es ja einheitlich sein muss, dass wir da entsprechende Kosten-Nutzen-Analysen sehr wohl sehen wollen, gerade auch für Maßnahmen im Bereich Bauen oder Investitionen anderer Art, sollen ganz klar laut Bundeshaushaltsordnung, die ich auch für uns verpflichtend sehe, dann entsprechend genaue Pläne vorliegen, wie sieht die Investition aus. Es sollen entsprechende Kostenermittlungen dafür auch vorliegen, dass man weiß, was kostet der Spaß, wie sieht der Finanzbedarf aus, und es müssen dazu die Erläuterungen vorliegen, dass man also genau weiß, wie es, wann, wie, wo gemacht wird. Und das werden wir sehr wohl hinterprüfen aus folgenden Gründen. Dementsprechend, wir jetzt nämlich verhindern wollen, dass Verpflichtungsermächtigungen und Kreditermächtigungen einfach so ausgesprochen oder zugestimmt wird, sondern dann wollen wir dies daran binden, dass erstens eine Zweckbindung auch da ist. Was heißt das? Wir wollen im Haushalt erreichen, dass Positionen ganz klar nur für ein Projekt oder ein Vorhaben verwandt werden, dass hier nicht eine entsprechende Deckungsfähigkeit vorhanden ist. Also das heißt, im Haushaltstitel steht drin, zugunsten von einem anderen Einzelplan, und dann schaut man danach und dann steht dort zugunsten von, also Deckung zugunsten von. Das heißt, es kann hin und her geschoben werden. Wir wollen dann also erreichen, dass die Planungen eindeutig sind, dass also wenn etwas gemacht werden soll, wie beispielsweise eine Straßensanierung oder hier dieses neue Schwimmbad, was Sie da bauen wollen, dass auch nur dafür verwandt wird und dass man nicht irgendwo Geld dann abzwickt, weil man sich verkalkuliert hat, weil diese entsprechenden Pläne, die Kostenermittlungen und auch die Erläuterung dazu nicht beachtet worden sind. Und wir wollen auch dementsprechend hier das deshalb machen, damit keine sogenannten übermäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben gerechtfertigt sind. Das heißt, dass wir sagen, ihr habt die entsprechenden Unterlagen gehabt, ihr habt genau gewusst, was es kostet, und dementsprechend könnt ihr uns jetzt sagen, dass das unvorhersehbar ist oder unabweisbar. Und das ist nur dann der Fall, wenn für uns hier beispielsweise ein Sturm da ist wie Sabine, dass man dann eben sagt, das Dach ist abgedeckt worden. Das ist für uns deshalb wichtig, dass wir darauf schauen, dass wir mit den Kollegen aus dem bürgerlichen Lager sprechen. Das scheinen uns geeignete Gesprächspartner zu sein. Das sehe ich aus den Gesprächen, die Sie jetzt, wie ich schon erwähnt habe, im Herbst geführt haben. Und insofern wollen wir uns da auch kollegial einbringen. Und ich will nur noch einwenden mit Blick auf das, was dem Kollegen gerade als Frage gestellt worden ist. Ich denke, dass wir nicht freundschaftlich aufgenommen werden. Wir zwicken ihnen Positionen ab, wir zwicken ihnen Geld ab, wir zwicken ihnen Einfluss ab, wir legen den Finger in die Wunde, und das gefällt denen nicht. Wir stören hier ganz eindeutig das über Jahre und Jahrzehnte gewachsene Geflecht. Das ist für sie nicht schön. Und insofern müssen wir hier sehr besonnen agieren. Das werden wir auch für den Haushalt tun. Wir werden also nicht entsprechend blind Anträge und Anfragen stellen, sondern uns entsprechend sehr sorgfältig in die Geschäftsordnung einarbeiten, sehr genau betrachten, was in der Vergangenheit passiert, wie gehen wir vor. Wir bauen auch hier Strukturen auf, wer übernimmt welche Aufgaben, wie können wir uns vernetzen mit den Vertretern in den Gemeindevertretungen, Kreistag, wie können wir uns vernetzen mit Kollegen in anderen Kreisen, in Stadträten, Gemeinderäten, dass wir uns austauschen, was passiert bei euch, was passiert bei uns, dass wir eine gemeinsame Linie da entsprechend fahren können und dass wir dementsprechend auch Strategien entwickeln und uns treffen, gemeinschaftlich einmal die Dinge erörtern, um hier effizient, effektiv und vor allen Dingen erfolgreich zu sein. Das erwarte ich, wird erst im Laufe des nächsten Jahres der Fall sein. Am Anfang wird man uns, wie gesagt, mit Ablehnung, teils auch mit wenig freundlichen Gefühlen entgegentreten. Und insofern heißt unser Prinzip Beharrlichkeit und Geduld, aber auch Entschlossenheit. Vielen Dank. Da dürfen wir auf jeden Fall sehr viel Mut und sehr viel Entschlossenheit wünschen, um die geschilderten Ziele zu erreichen, und wünschen auf jeden Fall viel Erfolg am 15. März. Die nächste Frage geht an Uli Henkel, und die Frage lautet, welche Erkenntnisse aus der Thüringenwahl nehmen Sie für die bayerische Kommunalwahl mit?
Okay, das ist... Ist an. Ist immer an? Okay. Also das ist jetzt ziemlich schwierig. Ich habe den Eklat von Thüringen ja vorhin schon in meiner kurzen Ansprache angesprochen, was da in Erfurt passiert ist. Und ich kann für die bayerische Kommunalwahl daraus natürlich nicht jetzt direkt eine Konsequenz ziehen. Denn bei der Kommunalwahl betrifft uns ja ein ganz anderes Phänomen. Das eine ist, dass der politische Gegner, das hatte ich ja vorhin auch geschildert, uns überhaupt nicht erst zu Wort kommen lässt. In Bayern sagt man gar nicht erst ignorieren. Also versucht uns gar nicht auftauchen zu lassen, damit möglichst wenig Leute wissen, dass es uns überhaupt gibt und uns möglicherweise auf dem Stimmzettelchen übersehen. Ansonsten ist es so, dass die Konsequenzen aus Erfurt auf Bayern nicht übertragbar sind, beziehungsweise hier auch nicht antizipierbar sind. Man hört ja, dass angeblich durch diese Sache in Erfurt nun die Linke gestärkt sei. Auf die neuen Bundesländer, glaube ich, lässt sich das nicht übertragen. Wir haben in Bayern die Möglichkeit, in manchen Gebieten vielleicht um die 10% der Stimmen zu bekommen, vielleicht auch in ein paar wenigen sogar noch mehr. In München müssen wir hoffen, dass wir 5% bekommen. So erbärmlich ist es, aber es ist halt nun mal einfach so. München ist eine unheimlich grüne Stadt und wir haben es unheimlich schwer in München. Wir werden, wie gesagt, ja auch nicht in die Seele gelassen. Wir müssen, wenn ich morgen am Samstag einen Infostand habe, einen lächerlichen Infostand, wo ich ein paar Flyer verteile, stehen zwei Polizeiwagen, einer links, einer rechts, neben mir und vor mir steht eine von München ist blöd und hält ihr Schild in die Luft. München ist bunt, heißt Entschuldigung. Da ist halt einfach die Problematik, dass wir nicht, ich kann es auf keinen Fall antizipieren, wie stark sich die Leute davon beeindrucken lassen, dass konzertierte Aktionen gestartet werden, in denen die AfD, und da wiederhole ich es wirklich nochmal, für alles verantwortlich gemacht wird, was in diesem Land schlecht läuft. Es ist ein bisschen so, der Überbringer der schlechten Nachricht, ja, der wird dafür geköpft oder man schlägt den Sack statt des Esels. Das ist das, was uns momentan passiert. Aber lamentieren nützt ja nichts. Wir müssen einen Wahlkampf machen mit diesen wunderbaren Menschen. Werden wir einen Wahlkampf machen, wir werden ihn engagiert vortragen. Wir haben Mut zur Wahrheit. Das bedeutet, dass wir eben auch unangenehme Themen ansprechen, auch im Kommunalwahlkampf. Und ich glaube schon, dass nach der Kommunalwahl die Situation vielleicht am Anfang ähnlich ist wie im Bundestag oder im Landtag, aber dass sie sich relativ schnell ändern kann. Ich erinnere mich, als meine Kollegen im Bundestag eingezogen sind, bei Phoenix Live wurde Herr K., der Vorsitzende des Seeheimer Kreises, live in die Kamera, sagte er, da kommen die Arschlöcher von der AfD. Das muss man sich mal überlegen. Da sind gewählte Bundestagsabgeordnete, du hast es gerade geschildert, ihr seid gemeinsam reingegangen und er sagt live auf Phoenix, da kommen die Arschlöcher von der AfD. Mir passiert es nicht mir, aber da komme ich auch gleich vielleicht zum Trick. Uns passiert es oft, dass ich im Plenarsaal Gemurmel höre, diese braune Bande oder irgendwelche sehr abfälligen Äußerungen. Aber, und das ist wirklich mein Rat, vor allem auch an euch beide, aber dich vor allem als jungen Menschen, wir von der AfD haben nichts zu verbergen und gehe immer mit offenem Visier auf die Leute zu und das ist meine einzige, also ich muss es so sagen, will mich da jetzt nicht loben, aber ich bin relativ wohl gelitten im Landtag, auch bei den politischen Mitbewerbern, bis auf die Grünen, da gibt es etliche, die mir auch im Plenum oder auch vor Schulklassen nicht die Hand geben, aber offen auf die Leute zugehen, mit offenem Auge und ganz offen die Dinge kommunizieren, sich nicht wegducken, eine klare Position vertreten und im Ton konziliant zu sein. Und wenn du das schaffst und hinkriegst, dann werden sie irgendwann, und das ist eure große Chance in der auf kommunaler Ebene, dann werden sie irgendwann anerkennen müssen, selbst wenn sie es vor der Kamera nicht laut sagen, wow, sind eigentlich super Kerle und eigentlich haben sie auch recht. Und vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Für mich, der ich im Landtag sitze und manchmal das Gefühl habe, ich habe keine Beine, ich kann gar nicht laufen, weil mir die Basis fehlt. Und was ihr jetzt macht, Kommunalwahl ist in jedem Land die wichtigste Wahl. Ich will jetzt meinen Kollegen aus dem Bundestag nicht auf die Füße treten. Aber Fakt ist, der Kommunalpolitiker ist der, der direkt am Bürger ist. Und wenn der Kommunalpolitiker dem Bürger zeigt, ich bin da, ich bin im Feuerwehrverein, ich mache da mit, ich gehöre zu euch, ich bin einer von euch und ihr könnt euch mit mir sehen lassen, ohne dass danach jemand sagt, hast wieder mit dem Nazi geredet, dann ist das die erste ganz wichtige Stufe. Und ich persönlich
als Münchner Abgeordneter. Ich warte auf nichts sehnlicher, als dass meine Kollegen aus dem Stadtrat mir endlich die Informationen besorgen, die ich nicht bekomme als Abgeordneter, die aber als Stadträte dann bekommen. Und dann helfen die mir und ich helfe ihnen. Und dann haben wir die Synergie, die daraus besteht, dass wir eben endlich dann gewurzelt sind. Eine Partei ist erst dann im Volk angekommen und wir wollen Volkspartei sein, wenn die Wurzeln in der Erde sind. Und das ist die Kommunalpolitik, darauf baut die Landespolitik auf. Ich versuche dann den Kollegen im Bundestag, die schon wirklich wichtige Gesetze machen, auch ein bisschen zu unterstützen. Und gemeinsam sind wir dann wirklich stark und gemeinsam können wir dann endlich mit dieser kommunalen Verankerung hier in Bayern auch zeigen, dass wir wirklich Volkspartei sind, weil das ist es, was wir sein wollen. Vielen Dank. Ich habe letzte Woche eine Wahlumfrage gelesen, gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, deine 5% höre die Prognose, ob das Satire war. Da wurde die AfD auf 8% in München geschätzt und die CSU auf 3%. Ja, da habe ich damals ungeschickt manipuliert. Nein, nein, also solche Zahlen sind völlig illusorisch. Also München, wenn die AfD in München 8% bekommt, ich weiß gar nicht, wie viele Fässer ich dann aufmachen muss. Ja. Das ist natürlich, wir das ist also unglaublich. Aber, und die CSU wird in München auch nicht auf 8% absacken. Aber ja, es wird natürlich für München und auch ihr Dachauer, seid ja im Endeffekt mindestens jeden zweiten Tag auf München, entweder zum Arbeiten oder im kulturellen Bereich. In München wird es ein wahrscheinlich Kopf an Kopf rennen oder wahrscheinlich eine Stichwahl am Schluss zwischen den Grünen und dem Oberbürgermeister Reiter geben, der natürlich alles daran setzt, auch unglaubliche Geldmittel zur Verfügung hat für diesen Wahlkampf, weil es ist so ungefähr die letzte Bastion, Nürnberg noch mit Mali, aber es ist so ungefähr die letzte Bastion, wo die SPD noch irgendwo überhaupt eine Existenzberechtigung herleitet. Wenn uns das gelingen sollte, das, also uns sage ich jetzt schon fast, wenn es gelingen sollte, Reiter in München zu stürzen, wäre mir natürlich eigentlich wahrscheinlich doch lieber als die Grünen, aber dann würde meine Prognose tatsächlich sein, dass es nicht sicher ist, ob die SPD 23 nochmal in den Bayerischen Landtag kommt. Weil dann hat sie ihre letzten Bastionen verloren. Und nachdem sie den Arbeiter schon lange aufgegeben hat und sich ausschließlich noch im Kampf gegen rechts engagiert, hat sie kein Wählerpotenzial mehr. Es gibt niemanden mehr. Die Leute, die früher SPD gewählt haben, wählen heute AfD oder wählen heute Linke, wenn sie zur Verfügung stehen. Und insoweit wäre das Schleifen der beiden Hochburgen Nürnberg und München, das wäre natürlich wirklich der absolute Hammer, weil das würde wirklich einen Politikwechsel bei den nächsten dann anstehenden Wahlen verursachen. Ich glaube, die von dir gerade genannten Zahlen nicht. Es wäre wunderbar, wie sagt man so schön, ein feuchter Traum, 8% die AfD in München. Aber nein, die CSU wird sicherlich deutlich mehr machen, aber sie wird nicht in die Stichwahl kommen und es wird zwischen den beiden abgehen. Und ja, dann kann ich echt keine Prognose abgeben. Eins ist klar, die AfD wird, wenn es zur Stichwahl kommt, natürlich eine Wahlempfehlung geben, aber die will ich jetzt heute noch nicht verraten. Vielen Dank, lieber Uli. Die nächste Frage geht an Johannes Huber. Wir haben ja heute schon sehr viel über Volksabstimmung gehört und die Frage zielt eigentlich darauf hin, wie demokratisch ist der Deutsche Bundestag? Stichwort direkte Demokratie. Ja, danke für die Frage. Kann ich auch nochmal anknüpfen, was ich auch im Vortrag angerissen habe. Der Uli hat es schon erwähnt im Landtag, das wird auch in den kommunalen Parlamenten nicht anders sein. Bei den gewählten Vertretern geht es natürlich nur so lang demokratisch zu, wie es um Posten oder Anträge der richtigen, der sogenannten demokratischen Parteien geht. Das ist übrigens das neue Modewort der sogenannten demokratischen Parteien. Das muss man aber eigentlich auf den Kopf setzen, weil was ich versucht habe vorher schon zu verdeutlichen, das sind genau diese Parteien, die eben keine Bürgerbeteiligung zulassen und die einzige Partei, die über direkte Demokratie, das Stichwort, eben die Bürger mit ins Boot holen möchte, das sind wir und wir werden praktisch aus diesem demokratischen Konsens ausgegrenzt, was eigentlich bedeutet,
dass die Welt auf dem Kopf steht und auch Bayern und auch die Kommunen stehen möglicherweise auf dem Kopf, sodass wir das Ganze auch rhetorisch umdrehen müssen und den Leuten immer wieder klar machen, wir sind die wahre demokratische Partei in Bayern, in diesem Land. Und von daher gehen wir, und das können wir dann auch zu Rechten machen und mit Fug und Recht auch, können wir offener auf die anderen auch zugehen. Das ist absolut das richtige Stilmittel. Und Jürgen, wenn du mich fragst, jetzt nochmal zusammenfassen, wie demokratisch ist der Bundestag, dann können wir sagen, wir wehren uns, dass demokratische Verhältnisse auch in den Bundestag wieder Einzug finden. Weil ein Ausschussvorsitzender, Stefan Brandner, der ohne Rechtsgrundlage abgewählt wurde, wir lassen das nicht auf uns sitzen, sondern wir haben einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, dass unser Stefan Brandner, der Vorsitzende des Rechtsausschusses, ehemalig wieder eingesetzt wird in sein Amt, weil es nochmal keine Rechtsgrundlage gab, ihn abzuwählen. Weil die Ausschüsse, das wird dann auch kommunal ein Thema sein, die Ausschüsse müssen spiegelbildlich abgebildet sein von der Stärke der Abgeordneten, wie es auch im Plenum der Fall ist. Weil dort die Gesetze gemacht werden, weil dort auch nochmal Veränderungen vorgenommen werden und dort auch die Musik spielt. Das heißt, ein demokratisches Land oder ein demokratisches Parlament ist nur so weit demokratisch, wie jeder gewählte und jede gewählte Fraktion eben dort auch die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen. Und das wurde uns im Bundestag genommen und wir klagen dagegen. Ein anderer Weg ist hier nicht mehr möglich, weil die anderen uns schon so weit aus dem demokratischen Diskurs ausschließen wollen, dass wir jetzt wirklich an den Grundfesten des Rechtsstaates mittlerweile rütteln und wir uns den Rechtsstaat, wenn es noch einen gibt, dann beharren wir auch auf ihn. Wir wollen den Rechtsstaat nicht auflösen, wie es die anderen angeblich jetzt machen wollen. Das sieht man zumindest am Ergebnis, sondern wir wollen den Rechtsstaat erhalten. Das ist nochmal der große Unterschied. Vielen Dank. Ja, wenn ich darf, würde ich gerne an beiden Johannes um eins ergänzen. Wir klagen. Wir klagen viel und wir müssen viel klagen. Es ist echt eine unserer Aufgaben als Opposition. Ganz anders als es oft behauptet wird, müssen wir als Opposition nicht die perfekte Lösung anbieten. Das hat die Regierung zu machen. Wir haben den Finger in die Wunde zu legen, wir haben zu kritisieren und wir haben, wenn man uns unsere Rechte nimmt, zu klagen. Und ich sage euch eins, ich bin Jurist, ich habe im eigenen Leben nie geklagt. Aber jetzt bin ich derjenige, der in der Fraktion für jeden Tag sagt, klagen, klagen, klagen. Wir klagen, also ich habe geklagt jetzt natürlich gegen meinen eigenen Innenminister, wegen der damaligen Verfassungsschutzbeobachtung, mit der ja meine Vizepräsidentschaft verhindert werden sollte und auch verhindert wurde. Wir klagen gegen das Artenschutzabkommen und das Begleitgesetz, ja, Bienensterbengesetz. Warum klagen wir dagegen? Weil es formale Fehler gegeben hat und weil wir Rechtsstaatspartei sind. Und es kann, wir lassen es nicht durch, dass hier einfach so unter dem Deckmäntelchen die Grünen und die Schwarzen zusammen da rummauschen und etwas machen, was nicht korrekt ist. Also klagen wir vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Ja? Und wir klagen selbstverständlich jetzt auch, weil wir kein Mitglied, anders als im Bundestag, im Bayerischen Landtag in der parlamentarischen Kontrollgruppe haben. Also der Gruppe, die die Geheimdienste kontrolliert, die wiederum uns kontrollieren, um uns von der politischen Teilhabe auszuschließen. Auch da klagen wir. Und wann immer es zu Beschlüssen in der Fraktionsversammlung kommt, und es geht da immer um viel Geld, bin ich der Erste, der sagt, klagen, rein damit. Dafür haben wir das Geld, dafür brauchen wir das Geld und dafür müssen wir das Geld auch einsetzen, denn wir müssen uns unser Recht im Notfall eben erklagen. Dafür sind wir gewählt worden. Nicht um den, Entschuldigung, Schwanz einzuziehen und zu sagen, naja, dann ist halt so. Nein, wir müssen klagen. Wenn wir dann verlieren, weil die Gerichte vielleicht auch nicht so ganz frei entscheiden können, ja, dann ist es was anderes. Aber wenn wir die Flinte ins Korn werfen, bevor wir nicht ein abschlägiges Urteil haben, dann haben wir was falsch gemacht. Also ich bin super dankbar, wir klagen, und zwar nicht deshalb, weil wir Streithandeln sind, sondern weil man uns unsere Rechte vorenthält. Vielen Dank. Ich denke, das ist auch, was du gesagt hast, ein ganz wichtiges Signal an die Bürger. Es gibt eine Opposition und die Opposition hat eine Aufgabe zu erfüllen. Und die Aufgabe ist es nicht, drin zu sitzen, die Diäten zu kassieren und sich das anzuhören, sondern, du weißt, wie ich es meine, Oppositionsarbeit wirklich ernst zu nehmen. Und das geht manchmal nur auf diesem Wege. Vielen Dank. Die nächste Frage an Rainer Kraft.
Ich weiß nicht, ob man da klagen kann. Wir haben ja sehr viel heute über die Energiewende schon gehört. Die Frage war, kann die Energiewende so, wie sie uns aktuell verkauft wird, überhaupt gelingen? Ja. Nein. Ja. Die Antwort ist nein. Nein, sie kann auf diese Art und Weise nicht funktionieren, weil man die Grundprämissen der Energieversorgung ändert. Und die Grundprämisse ist, dass man, das hat bei der Dampfmaschine angefangen, ich habe es vorhin kurz angerissen, ist dann jetzt beim Strom angekommen, dass die Versorgung von Strom, sich danach, dass wir unser Leben danach ausgerichtet haben, dass Strom kontinuierlich zur Verfügung steht. Darauf basiert unser Leben und es ist mit katastrophalen Folgen verbunden, wenn das dem nicht der Fall ist. Das wurde vor neun Jahren mittlerweile, vom Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages, wurde das mal untersucht, was passiert beim längerfristigen flächendeckenden Stromausfall. Das ist ein 120-seitiges Dokument und es sind verheerende Folgen für die Bevölkerung in Deutschland. Und es liegt daran, dass wir unser Leben komplett danach ausgerichtet haben, dass Strom immer zur Verfügung steht. Das ist aber nur der Fall, wenn wir eben auch Energieträger haben, die uns komplett gehorchen und die dann Strom liefern, wenn wir es wollen. Also Kernkraftwerk, Kohlekraftwerk, Braunkohle, auch Wasser und auch Biomasse, muss man ehrlich sein. Gut, davon soll jetzt die Kernenergie weg. Das ist in eineinhalb Jahren Schluss, Ende 2022, in 2 Jahren ist Schluss. Und Kohlekraftwerke sollen ja auch innerhalb der nächsten 15 Jahre weg abgeschaltet werden. Und dann bleibt eigentlich nur noch Wasser und Biomasse und Gas. Gas ist sehr teuer und es ist auch eine komplette Abhängigkeit von diversen anderen Nationen. Wasser ist mehr oder weniger ausgeschöpft, ist nicht mehr viel zu machen an den deutschen Flüssen und neue Flüsse und neue Berge entstehen nicht, wo es freiwillig runterläuft. Biomasse ist absolut utopisch. Es gibt zwar Versuche in der Bundesregierung und der Bemühungen, da wird auch Geld wieder weggeschmissen, dass man eine Bioökonomie aufbaut, das heißt, dass man möglichst viele Produkte aus biologischem Anbau macht, also auch Pappe, Tische, Stühle aus Holz, möglichst viel macht. Aber es gibt eine Untersuchung von der Leopoldina-Universität in Halle, dass wenn wir alle Feldfrüchte oder alle Früchte des Waldes und der Felder in einem Jahr in Energie umwandeln, dann decken wir 4% vom Primärenergiebedarf. 4%. Und dann haben wir alles, was im Wald wächst in einem Jahr und alles, was auf den Feldern wächst, haben wir alles weggeschmissen dafür. Das heißt, Biomasse es kann seinen Beitrag leisten. Das macht es verlässlich, aber über einen Kleinstbeitrag wird es niemals nicht hinauskommen. Es sei denn, wir fangen an, dass wir Biomasse aus dem Ausland importieren. Ja, dann wird es in Brasilien abgeholzt und nach Deutschland verfrachtet. Ist aber nicht Sinn der Übung. Also worauf ich hinaus will, wir brauchen, um diesen Lebensstandard zu halten und die Art und Weise, wie wir zu leben gewohnt sind, brauchen wir kontinuierlichen Strom. Dieser kontinuierliche Strom muss aus Kraftwerken kommen, die verlässlich arbeiten, wo ich weiß, dass morgens um 8 Uhr, wenn die Leute zur Arbeit gehen, dass der Strom da ist. Und das ist eben nur dann gewährleistet, wenn ich entweder Kernenergie habe oder wenn ich Kernenergie nicht will. Das ist dann auf Kohle, Gas und sonstige Sätze. Und Wasser und Biomasse können dann nur zuliefern und Wind und Sonne kommen und gehen, wann sie wollen. Die sind für diesen Unterhalt der Industrienation komplett ungeeignet. Jetzt hören wir ja, kurze Nachfrage dazu, jetzt hören wir ja gerade auf YouTube und alternativen Medien ziemlich viel von dem mehr oder weniger sehr wahrscheinlich irgendwann auftretenden Blackout. Da gibt es ja die eine Seite, die ist völlig verharmlost und sagt, nee, gibt es überhaupt keine, das sind nur Verschwörungstheorien und die anderen sehen den nächste Woche. Wahrscheinlich wird irgendwo dazwischen die Wahrheit liegen, aber ich höre jetzt schon ein bisschen raus, also mit der Energiepolitik, die wir jetzt haben, steuern wir auf sowas zu. Korrekt, das ist absolut eine richtige Aussage. Wann er kommt, steht in den Sternen, es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist so ein bisschen wie man würfelt, also man kann am ersten Tag sofort einen Volltreffer haben, was nicht so gut wäre. Man kann aber sie auch Jahre hinüber wegretten und man würfelt keine 6 oder was auch immer man würfelt. Die Verantwortlichen wissen das. Die Verantwortlichen wissen das, aber sie haben ja per Gesetz die Möglichkeit gegenzusteuern. Das heißt, sie können riesige Maßnahmen ergreifen, um es abzuwenden. Es steht ihnen unlimitiert Geld zur Verfügung, nämlich das Geld der Stromkunden, die dafür über die Netzentgelte zur Kasse gewinnen werden. Deswegen haben wir auch immer stark steigende Netzentgelte. Und solange mit dem Geld fremder Leute gewirtschaftet wird, ich sage das in meinen Vorträgen, die ich zu dem Thema halte, vor der Energiewende waren diese Netzstabilisierungskosten, die waren unter 10 Millionen D-Mark. Und jetzt sind wir bei über 1.400 Millionen Euro pro Jahr. Also 1,4 Milliarden Euro, nur für Netzstabilisierungskosten. Das heißt, die Verantwortlichen,
der Energiewende wissen das. Sie nehmen fremdes Geld, wozu sie per Gesetz befähigt sind, und pumpen das Geld hinein, damit dieser Zustand nicht stattfindet. Dennoch häufen sich die Ereignisse. Wir hatten in 2019 hatten wir mindestens 4 Ereignisse, wo man nah dran gekommen ist an die Schwankungsbreite der Netzfrequenz, trotz der riesigen Mengen an Geld, die da hineingepumpt worden sind. Das heißt, mit dem Fortschreiten der volatilen Energieträger, also Photovoltaik und Windenergie, und dem Abschalten von jeder sicher verfügbaren Stromquelle, wie eben Kernkraftwerke und Kohle- und Gaskraftwerke, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Es ist eine gewisse Art und Weise eine Wette. Die Verantwortlichen nehmen das Geld der Stromkunden und schmeißen so viel Geld, wie sie können, da hinein, um das zu verhindern. Denn die Folgen werden katastrophal. Es gibt diesen Bericht vom Deutschen Bundestag, vom Büro für Technik, Folgenabschätzung. Und auch die Verantwortlichen der Energiewende wissen, dass nach so einem Blackout niemand mehr von der Energiewende redet. Dann ziehen die Bürger raus und hauen die Windräder selber um. Wieder eine kommunalpolitische Frage an Michael Stauch. Sie haben in Ihrem Vortrag über den sozialen Wohnungsbau gesprochen. Wo sehen Sie hier die größten Probleme? Ja, da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Also egal, was man dazu sucht, man findet einfach nichts. Ich weiß nicht, warum Sie das so geheim halten wollen oder warum Sie es überhaupt geheim halten. Wenn selbst Mitglieder von uns, die in hohen Beamtenpositionen sind, Verwaltungsbeamte, da keinen Einblick drauf haben, beziehungsweise nicht wissen, wo man überhaupt suchen muss, dann läuft in meinen Augen einiges falsch. Das größte Problem ist, dass zu wenig da ist. Also wie gesagt, Dachau ist ein stark wachsender Landkreis und es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Jetzt gibt es natürlich die 3 größten Möglichkeiten, darauf zu reagieren als Kommune. Das ist einmal Genossenschaften, das einheimische Modell oder eigene Wohnungsbaugesellschaften. Das einheimische Modell wurde jetzt durch die EU gekippt, weil es gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstößt. Das ist also nicht mehr zukunftsfähig, solange wir noch in der EU sind. Bleibt der einfache Weg über die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Der Landkreis Dachau verfügt über eine solche und da werde ich auch ansetzen, dass man zuerst mal die ganzen Verträge aushändigt. Also wie werden diese Wohnungen vergeben, dass das Vergabeverfahren öffentlich gemacht wird, dass das transparent gemacht wird, damit da erstmal jeder weiß, woran er ist. Und sollte sich das wirklich so stark, wie wir vermuten, gegen die eigenen Bürger wenden, dann werden wir da Anregungen. Da, danke, ich wollte es gerade sagen. Hier war noch der. Hier hast du noch einen Volljuristen an deiner Seite, der sagt dir schon, was der richtige Weg ist. Klagen. Klagen. Alles klar, vielen Dank. Die nächste Frage geht wieder an Jürgen Henrizi. Das bezieht sich auch auf den Vortrag. Sie stehen für effiziente Verwaltungsstrukturen mittels Aufgabenbündelung. Wie soll dies aussehen? Ich bin ja beim Uli Henkel unter anderem mit befasst, in der letzten Zeit bei Baumaßnahmen und dergleichen Rechercheleistungen zu erbringen. Insofern schauen wir uns dann natürlich ja, was ist da in den letzten Jahren in anderen süddeutschen Städten passiert, beispielsweise Stuttgart, Mannheim, Freiburg, die unterschiedliche Probleme haben, unterschiedliche Strukturen der Zusammensetzung der Bürger und wie reagieren die auf die Gegebenheiten dort und müssen uns dann natürlich auch für München, in unserem Falle für Dachau dann was herausholen, weil das natürlich valide Erfahrungswerte sind. Hier ist da vorgeschlagen worden oder ist angewandt worden, dass beispielsweise Planungswerkstätten eingerichtet werden. Das heißt, die Fachverwaltungen geben die aktuellen Kenntnisstände weiter an die Bürger, teilen sie mit ihnen, lassen sie Teilhabe nehmen an Planungen wie Sanierung, Restauration, neue Entwicklung von Stadtquartieren, bevor diese spruchreif geworden sind. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit geht aber auch wieder mehr in Richtung, was Michi Stauch schon gesagt hat, wir haben ein Wohnungsproblem, dass man hier seitens der Stadt einen Service anbietet für die Bürger, um hier
das Angebot an Mietwohnungen erstmal zu eruieren. Wer hat einen Bedarf? Behinderte, ältere, Leid, verschiedene Einkommensgruppen von klein, mittel bis groß oder auch, sage ich mal, gewünschte, hochqualifizierte und andere Gruppen. Auf der anderen Seite muss man schauen, wo haben wir Wohnungen in der Stadt, in welchen Bereichen, und dass man dann das nutzt, um dies zusammenzuführen. Hier kann man auch selber die Immobilienmakler mit ins Boot holen. Das ist ja kein Geschäftsverlust für die, denn bislang tüten sie das Ganze in Portalen ein, wie ImmoScout, ImmoWelt und wie sie sonst heißen. Nur das würde dann eben regional dann über die Stadt laufen. Das wäre dann der lokale Ansprechpartner. Andere Möglichkeiten bestehen natürlich auch im Hinblick auf effizientere Strukturen im Bereich Bau. Hier ist dann sicherlich Uli Henkel der Profi und ich bin es da weniger, aber man muss, wenn man bauen will, viele Anträge ausfüllen, wird wahnsinnig. Das ist ja auch unser Thema auf Bundesebene, Landesebene hier, das Ganze zu vereinfachen. Mit Blick auf die Kommune wäre eine Möglichkeit zu sagen, wenn die Kollegen aus Bund und Freistaat da weiterkommen, dass wir hier die Beamten und Angestellten hernehmen als Dienstleister, als Berater, dass man, wenn das soweit ist, sagt, bring uns doch bitte die Unterlagen mit. In einem zweistündigen Termin füllen wir diesen Antrag für eine Baugenehmigung gemeinsam aus. Die Unterlagen liegen bei, du erklärst uns, was was ist. Es geht unkompliziert und ohne Rechtsstreitigkeiten. Der Beamte oder Angestellte weiß Bescheid, kann es mit seinen Kollegen klären. Nach diesen zwei Stunden weiß dann der Antragsteller, okay, in zwei Wochen habe ich dann meine 10 Anträge, die ich jetzt mit diesem einen Gespräch erledigt habe, weil der Antrag vollständig ist, durchgeführt. Das wäre eine Effizienzsteigerung, das wäre transparent. Was man auch machen sollte in dem Bereich, ist natürlich mal zu schauen, diese ganzen Auflagen, Gebühren oder auch solchen ordnungsmäßigen oder ordnungsrechtlichen Vorgaben, das ist ja schon von Dr. Kraft angesprochen worden, diese Effizienz, Energieeffizienz oder Schallschutz, dass man hier die Standfestigkeit von Gebäuden, Barrierefreiheit und alles Mögliche überprüft, ob ist das überhaupt vonnöten, ist das erforderlich, weil hier natürlich auch gesagt werden muss, dass dies Kostentreiber sind bei den Neuerrichtungen, die machen 2/5 von den Kostentreibern aus. Das heißt, diese Vorgaben von Bund und Land machen 18.000 Euro aus und die kommunalen Vorgaben oder Auflagen machen 6.000 Euro für einen Neubau aus. Das sind 24.000 Euro. Und dass man da hier irgendwo hergeht und sagt, zumindest was wir hier können, die kommunalen, sage ich mal, Repressionen da entsprechend abzumildern für diejenigen, die etwas bauen wollen. Man könnte da natürlich auch noch andere Dinge einbauen, jetzt abschließend, weil ich es nicht zu lange machen möchte, weil ja natürlich auch die Intransparenz sehr hoch ist. Der Kollege Stauch hat das angesprochen mit den Sozialwohnungen, dass das intransparent ist, dass eben auch hier ein Auskunftsrecht den Bürgern eingeräumt wird, dass wir nachfassen, dass hier das offengelegt wird, denn es mutet dann schon an, dass es sich hierbei um Mauschelei handelt, dass man vertuschen will, wer Wohnungen bekommt, welche Bevölkerungsgruppen das sind, und wir wollen das natürlich, weil wir hier, unser Slogan ist Murz zur Wahrheit, beziehungsweise wir sind die Rechtsstaatspartei, die bürgerlich-konservative, wollen wir, dass das auch im Rahmen der Bürgerbeteiligung passiert. Ja. Vielen Dank, Jürgen. Die nächste Frage geht wieder an Uli Henkel. Ich hatte vorher schon bei dir nachgefragt, was glaubst du denn, wie ihr empfangen werdet? Die Frage passt da genau rein. Wie empfinden Sie den Umgang mit der AfD im Landtag? Gut, das ist natürlich zwiegespalten. Also auf der einen Seite, ich muss den Landtag auch nochmal unterscheiden. Im Landtag gibt es sehr viele Bedienstete, Beamte, Ministerialdirektoren, Pförtner, Hausmeister, alles. Die haben uns vom ersten Tag an behandelt, als wären wir gute Freunde. Also ich muss wirklich sagen, mich hat es geplättet, wie fair, neutral und freundlich diese Leute uns behandelt haben. Das ist einfach mal Faktum. Dann gibt es die politische Seite. Die politische Seite hat große Probleme mit uns. Die Grünen, glaube ich, brauchen wir nicht zu diskutieren, die hassen uns, weil wir die Antipoden ihrer Politik sind. Die SPD
kann es nicht ausstehen, weil wir ihnen eine ganze Etage weggenommen haben. 50% ihrer Sitze, die wir jetzt besetzen. Die FDP, also ich sage immer die Marquardt-Partei, weil sie wirklich nur wegen Helmut Marquardt überhaupt die 5%-Hürde übersprungen hat, führt sich auf, als hätte sie vom Bürger den Auftrag, die AfD jeden Tag klein zu machen. Es ist wirklich unglaublich, der Fraktionsvorsitzende der FDP, Herr Hagen, beginnt quasi jede seiner Reden, egal zu welchen Themen, indem er erstmal auf uns draufhaut, auf dem dann erfolgenden Applaus reitend seine seltsamen Thesen vertritt und dann wieder abtritt. Es ist wirklich absurd, es ist wirklich erbärmlich und ehrlich gesagt, Herr Marquardt wird nicht mehr antreten, 23, und dann denke ich, ist die FDP auch wieder Geschichte und ehrlich gesagt, nach dem, was sie hier leistet, auch zu Recht. Die CSU kann nicht glücklich sein über uns, zumindest über einen gewissen Teil unserer Fraktion nicht, weil vor allem der bürgerlich-konservative Teil der AfD-Fraktion, also der Teil, der quasi die Lücke füllen will, die Franz Josef Strauß niemals zugelassen hätte, rechts von der CSU, ist natürlich eine ernsthafte Gefahr für sie. Nochmal, nicht so, dass sie um ihre Existenz fürchten muss, auch nicht so, dass es auf Jahre hinaus nicht weiterhin nur eine Koalition mit der CSU geben kann, das ist nun mal ihr Bayernland. Aber trotzdem, jeder einzelne Sitz, den sie verliert an uns, ist ein schmerzhafter. Und man merkt es tatsächlich, dass vor allem die sogenannten Hinterbänkler schon richtig Sorgen haben, was passiert eigentlich 23, ist mein Platz da noch sicher oder muss ich dann für mein Geld draußen wieder arbeiten? Also es kann keine Freundlichkeit uns gegenüber auftauchen, vom Politischen her. Und das zeigt sich auch darin, dass bis heute jeder einzelne unserer Anträge abgelehnt worden ist, jede einzelne unserer Anfragen quasi abgebürstelt wird und vielleicht auch nur, um mal eine Größenordnung zu machen. Als wir den Haushalt vor 3 Monaten verabschiedet haben, haben alle Oppositionsparteien zusammen über 670 Anträge eingereicht. Frage ans Publikum, wie viele von den 670 Anträgen sind von der Regierung angenommen worden? Bitte ein bisschen Optimismus. Einer. So, ja, also einer ist angenommen worden. Das bedeutet, dass 669 Anträge nicht angenommen worden sind. Und da steckt viel Arbeit hinter. Wir haben Monate, das sind ja Tausende von Seiten, durchgeblättert und geschaut und gemacht und sinnvolle Vorschläge gemacht. Also es ist schon manchmal frustrierend, aber gut, die beiden haben beschlossen, sie lassen niemand rein, sie brauchen auch niemand, sie sind zusammen stabil, sie brauchen niemand und sie können allein regieren, also die Freien Wähler und die CSU. Und insoweit könnten sie eigentlich viel entspannter sein, sind sie aber nicht. Und jetzt kommt aber doch wieder das, was ich vorhin dem Kollegen gerade gesagt hatte. Lieber Michael, tatsächlich ist es so, und wie gesagt, ich sage es nicht, weil ich darüber besonders stolz bin, aber weil ich es für den richtigen Weg halte. Im persönlichen Gespräch kann man schon Sympathien produzieren mit sehr guter Arbeit in den Ausschüssen. Das ist quasi unsere Pflicht, nicht die Kühe, sondern es ist die Pflicht. Der Ausschuss ist die Pflicht und dann die Rede im Plenum ist die Kühe. Wenn ich im Ausschuss vernünftige Arbeit leiste, müssen das die anderen im Ausschuss anerkennen. Und mit dieser Anerkennung kommt dann auch der erste Kontakt zustande. Man redet dann mal in der Pause miteinander. Und wenn jemand dann, deshalb sagte ich das mit offenem Auge, mit offenem Visier und auch immer ein bisschen freundlich und konziliant auf jemanden zukommt, ich nenne es immer dieses Umarmen, bis der andere nicht mehr böse sein kann, dann hast du schon einen großen Schritt gemacht. Und das mache ich tatsächlich so. Ich weiß, ich bin AfD-Abgeordneter. Ich muss 2 Schritte dem anderen entgegenkommen, bevor er mir 1 Schritt entgegenkommt. Ich mache das. Ich halte auch 2-mal die Wange hin, wenn mich einer schlägt, weil ich ja was erreichen will. Und das kann ich nur erreichen, indem die Leute sagen, Scheiße gegen Henke kann man gar nichts so sagen. Also ich meine es jetzt nicht nur auf mich bezogen. Es gilt für jeden Politiker, der das so machen kann. Und dann bin ich im Gespräch. Und manchmal ist es tatsächlich dieser psychologische Trick, ich umarme ihn so lange, bis er gar nicht mehr sich wehren kann und sich dann ergibt und dann mit mir im Gespräch auch gemeinsame Dinge entwickelt. Und ich habe mir damals vorgenommen, es muss nicht für jeden das richtige Konzept sein, es ist halt die Art und Weise, wie ich sozialisiert worden bin und wie ich gelernt habe, auch im Geschäftsleben, ich war sehr erfolgreich, wie man im Geschäftsleben vorankommt. Ich habe immer gemerkt, dass wenn ich
verhandlungsbereit bin, wenn ich auf den anderen zugehe und versuche, die Dinge aus seiner Sicht zu sehen, dass ich plötzlich ihn gewinnen kann oder zumindest aufwecken kann und dann kann ich am Schluss vielleicht auch eine Ernte einfahren. Ich habe mir gesagt, damit komme ich aber auch schon zum Schluss, ich habe mir damals gesagt, ich werde 2,5 Jahre nur in Vorleistung gehen. Ich habe eine 5-jährige Legislatur. Dann werde ich 1 Jahr lang schon mal schauen, ob es Ernte gebracht hat. Und wenn ich wirklich nach 4 Jahren feststelle, alles hat nichts gebracht, okay, dann habe ich immer noch eine Handgranate in der Handtasche, die kommt dann aber erst im letzten Jahr raus. Ich fasse mal zusammen, der Hausmeister und der Pförtner sind nicht das Problem und alle anderen in Arm nehmen. Und, oh, das muss ich noch unbedingt sagen. Und natürlich, jetzt ganz ehrlich, das ist wie in jeder großen Firma auch bei Siemens. Es ist nicht wichtig, dass du den CEO, den Vorstandsvorsitzenden kennst. Der hat nicht einmal Bargeld dabei und nicht einmal einen Schlüssel. Wenn du den Hausmeister kennst, dann kannst du Sonntagnacht um 23 Uhr noch irgendwo rein, weil der sagt dann, ja, passt schon, ich sperre auf. Also, der Hausmeister ist oft wichtiger als der Vorstandsvorsitzende. Vielen Dank. Nächste Frage geht an Johannes Huber. Wie können wir Ihrer Ansicht nach die demografische Krise beheben? Krise. Danke, Jürgen. Die Frage habe ich verstanden. Demografische Krise ist ein bisschen zu leicht. Eigentlich haben wir eine demografische Katastrophe. Das spielt wahrscheinlich an, weil ich auch Mitglied im Familienausschuss bin. Das ist eine große Frage. Dazu lohnt sich wieder einen neuen Vortrag zu machen über 1 Stunde. Vielleicht nur ganz kurz anreißen. Um die Überleitung zu schaffen zu dem Thema Demokratie, wollte ich übrigens noch ergänzen, bevor ich dann die Demografiefrage erkläre. Mir ist heute eigentlich ein Bild vor Augen geführt worden, so ähnlich wie beim Judo. Müsst ihr euch vorstellen, je größer der Gegner ja ist, desto leichter, desto besser ist der Hebel, um ihn zu Fall zu bringen und auf den Boden zu katapultieren. Weil ich jetzt die Angriffe höre, die uns in den Parlamenten entgegenschwappen, die wir auch auf der Straße sehen. Es ist, glaube ich, auch in der Politik vor allem so, dass die Angriffe gegen uns im Endeffekt vielleicht sogar helfen könnten, wenn wir das klug nutzen für uns. Und zwar, wenn wir das klug nutzen, dann hoffe ich eigentlich darauf, dass diese Angriffe auf uns immer absurder werden, dass die Begriffe auch immer heftiger werden uns gegenüber, weil nicht nur hier oben auf der Bühne, sondern auch hier unten bei den ganzen Kandidaten, die auch antreten, wenn man sich nur traut und mutig den Leuten auch vors Angesicht zu treten, dass man einfach nur das Gesicht zeigt, auch auf dem Wahlplakat jetzt möglicherweise oder dann in einem Flyer oder auch auf der Straße einfach nur zeigt, man ist ein ganz normaler Mensch und diese Bilder, die medial erzeugt werden uns gegenüber, die stimmen so gar nicht, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Das nur kurz, wollte ich unbedingt noch loswerden, das soll uns nicht, was da draußen abgeht teilweise, nicht entmutigen, sondern im Gegenteil, wenn wir das für uns nutzen können, dann hilft uns das sogar und ob die anderen das wissen, glaube ich eher nicht, aber ich hoffe sogar, dass die Vorwürfe uns gegenüber immer noch absurder werden, weil dann ist es für uns praktisch noch leichter, politisches Terrain zu gewinnen. So, und genauso ist es möglicherweise auch bei der Bevölkerung. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine demografische Krise haben und deswegen teilweise auch erpresst werden, dass wir eine Migration, eine Einwanderung brauchen, um diese Defizite bei den jungen Leuten, weil wir immer weniger Kinder gebären, weil es immer vor allem in den unteren Jahrgangsstufen weniger gibt und unsere Bevölkerung immer älter wird, wenn wir von diesem Problem ausgehen, dann haben wir 2 Möglichkeiten. Die Altparteien sagen, wir brauchen Migration, in der Hoffnung, dass dann jemand dabei ist von den 1000, vielleicht einer oder zwei, die dann später mehr einzahlen in die Sozialkasse, als sie uns kosten. Das ist nicht unsere Hoffnung. Wir sind eine realistische Partei und wir sagen, es ist eigentlich genau andersrum. Wir müssen eigentlich selbst die Fachkräfte ausbilden oder auch erzeugen, wenn man so will. Sie eben auch nicht nur erziehen, sondern
sie auch an den Arbeitsmarkt heranführen, dass wir eben abhängig sind. Die ganze Gesellschaft ist abhängig von der jungen Generation, ob man das jetzt wahrhaben möchte oder nicht. Denn irgendjemand muss dann später in dem Umlagesystem, in dem wir aktuell leben, auch die Steuern und auch die Renten vor allem dann auch bezahlen. Und wer später, richte ich jetzt einen Appell an die Allgemeinheit, noch eine sichere Rente haben möchte, der muss eigentlich dafür sorgen, dass es noch Leute gibt, fähige Leute, die eben dann auch in die Sozialkasse, in den Sozialstaat mehr einbezahlen können, damit dieses Gleichgewicht in der Gesellschaft überhaupt noch erhalten bleiben kann. Das nur vorweg als Analyse. Und was macht man jetzt? Das ist eine gute Frage. Wenn ich es wüsste, würde ich es von heute auf morgen ändern. Aber wenn wir nochmal analytisch vorgehen, dann haben wir vor allem ein Defizit, dass sich die Frauen in diesem Land, Männer können keine Kinder gebären, nach neuestem Stand der Erkenntnisse, dass Frauen sich mehr Kinder wünschen, als sie am Ende des Tages dann auch haben. Vor allem ist das der Fall bei den Akademikerinnen, die dann, warum auch immer, weil die Ausbildung zu lange dauert, die dann arbeitslos werden. Und deswegen ist die Bevölkerung unmittelbar auch verknüpft, und das schließe ich zum Reiner auf, mit der Industriepolitik, mit der Wirtschaftspolitik. Was wollen die Grünen? Die Grünen wollen die Wirtschaft umbauen, sie wollen auch die Gesellschaft umbauen mit ihrer Gender-Ideologie. Sie wollen teilweise sagen, manche Vertreter, wir müssen wegen dem Klimaschutz auf Kinder verzichten, weil das die CO2-Bilanz verheerend für die CO2-Bilanz wäre. Und demgegenüber sind wir der andere Pol, der sagt, nein, Kinder sind wichtig. Erstens, um den Sozialstaat überhaupt noch am Leben zu halten, aber das Ganze ist unmittelbar miteinander verknüpft. Und wenn wir jetzt den Frauen helfen wollen, als Steuerzahler, als Politiker, als was auch immer, dann müssen wir praktisch dafür sorgen, dass diese Lücke zwischen den gewünschten Kindern und den tatsächlich erreichten Kindern, dass wir die schließen. Die ist in Deutschland teilweise so hoch wie in keinem der anderen europäischen Länder. Zahlen bitte nicht festnageln, aber uns ungefähr bei 1,8 ist der Kinderwunsch, und die aktuelle Geburtenrate ist circa bei 1,5. Das heißt, wir haben 0,3 Kinder zu wenig praktisch. Da gibt es Modelle in anderen europäischen Nachbarländern wie Frankreich, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert wird. Ich möchte dazu ergänzen, ja, das ist wichtig, dass wir im Beruf, auch den Betrieben, das noch leichter machen, auch mit Rahmenbedingungen, dort einfach entsprechend Angebote zu schaffen, da auch weiter berufstätig zu sein, weil das ist tatsächlich, ob es uns gefällt oder nicht, auch ein Grund der Frauen zu sagen, ja, ich kann noch kein Kind gebären, weil die berufliche oder finanzielle Situation es einfach nicht zulässt. Und vor allem bei den jungen Frauen ist es so, weil die Geburten auch immer hinausgezögert werden. Die neueste Zahl ist, glaube ich, das erste Kind bekommt man durchschnittlich in Deutschland mit 29 erst. Wenn man bei den jungen Frauen ansetzen, sowohl in der Bundespolitik als auch kommunal, da gibt es ja auch Förderprogramme wie Junges Wohnen beispielsweise, dass man Wohnraum schafft, aber generell muss man auch bei der Ausbildung, also nicht nur Beruf und Familie besser vereinbaren, sondern auch die Ausbildung und Studium besser vereinbaren mit der Familie. Und da haben wir auch einen charmanten Ansatz, wer in der Ausbildung oder im Studium ein Kind zur Welt bringen möchte, der, und das ist jetzt die aktivierende Bevölkerungspolitik, für die wir auch stehen, der muss dann das BAföG möglicherweise nicht mehr zurückzahlen. Das ist eine Möglichkeit, durch Anreize, nicht durch Bestrafungen, sondern durch Anreize dafür zu sorgen, dass dieser Kinderwunsch vollständig auch erfüllt werden kann. Mal kurz zusammengefasst. Noch Nachfragen? Das ist ein langer Weg. Ja, wenn wir jetzt bei Anne Will wären oder bei Maischberger, wäre wahrscheinlich jetzt die Moderation schon explodiert. Ich darf mich heute von ihm zurückhalten, das ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich denke, du hast es ja gesagt, das ist ein so umfangreiches Thema, da könnte man Stunden drüber referieren. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass alle Zettel nur mit blauem Kugelschreiber ausgefüllt worden sind. Wenn das mal ein Omen ist, was? nächste Frage geht an Rainer Kraft.
Welche Auswirkungen wird die Energiewende, schon wieder das Thema Energiewende, aber ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, wird die Energiewende für uns alle haben? Ja, zuerst natürlich, es wird Geld kosten, es tut jetzt schon sehr viel Geld kosten, es sind pro Jahr ca. 36 Milliarden Euro, die den Stromkunden auferlegt werden und die umverteilt werden an diejenigen, die eben dann den sogenannten erneuerbaren Strom herstellen. Das sind nämlich die gesamten Kosten, die Sie und ich, die der Privatnutzer damit zu tragen hat, denn es gibt auch die indirekten Kosten. Das heißt, wenn Sie irgendwo in den Supermarkt gehen, der Supermarkt zahlt auch den EEG-Beitrag, weil der Tiefkühltruhen, der da liegt, der da Kass, einmal Computer, Registriermaschine. Und diese Kosten, die er hat mit dem Strom, die legt er auf den Kunden um. Das heißt, Sie zahlen quasi auch dem seine höheren Stromkosten. Das gleiche ist an der Tankstelle, das gleiche ist bei jedem Gut, das, was Sie kaufen. Das heißt, im Endeffekt, Sie zahlen für Ihren eigenen Strom, den Sie verbrauchen, und auch für den gesamten Industriestrom, der verbraucht wird, für die Güter, die in Deutschland produziert werden, weil die alle auf die Kosten umgelagert werden. Also eine doppelte Belastung, von der Sie nur die Hälfte sehen. Und diese Belastung, die Sie sehen können, das sind die 36 Milliarden Euro, die über die EEG-Umlage eingezogen werden, die über die auch sonstigen Abgaben wie Stromnetzentgelte und KWK und abschaltbare Lasten vor Ort noch eingezogen werden. Ja. Ja, kann man kurz fassen eigentlich. Ja. Es ist extrem teuer, es wird weiter teuer sein. Ich wünschte, ich könnte was Schönes sagen, aber ich sage jetzt mal, warum das so absurd ist. Wir haben eine Anfrage gestellt, die Energiewende soll ja den Klimawandel aufhalten. Was kostet es denn, wenn wir alle Deiche in Deutschland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, plus Bremen-Hamburg, wenn wir die fit machen fürs Jahr 2100? Was kostet das? Und die Antwort war, wenn wir sie fit machen für ein schlechtes Szenario, also wenn die Klimakritiker recht, die Klimahysteriker recht haben, also wenn wir sie richtig hoch machen, kostet ungefähr 8 Milliarden Euro. 8 Milliarden Euro, dass ich die Deiche fit machen kann für ein negatives Szenario, dass der Meeresspiegelanstieg so ist, wie in der Ramsdorf vom PIK sagt oder wie der Mondschein am Tief sagt. Das kostet lächerliche 8 Milliarden Euro. Das heißt, wenn ich vom 1. Januar bis zum 30. April die EEG-Umlage in den Deichbau stecke, von 4 Monaten. Dann habe ich mich fit gemacht an der Nord- und Ostseeküste für das Jahr 2100 für ein pessimistisches Szenario, von dem wir nicht mehr so ausgehen, dass es so kommen wird. Und daran sehen Sie, was für ein Schwachsinn diese Energiewende ist. Eine Nachfrage dazu. Wir haben ja die Situation, dass darüber eigentlich nicht öffentlich diskutiert wird. Also wir kriegen keine Diskussion hin, wo die, ich sag mal, die Pros und die Kontras mal hier, wie wir jetzt auf der Bühne sitzen und das Thema ausdiskutieren. Gibt es da Hoffnung? Welche Möglichkeit haben wir, dass wir das erreichen? Wahrscheinlich keine, denn die Befürworter des Klimawandels, die verweigern die Diskussion. Ich bin natürlich naturgemäß mit vielen der sogenannten Kritiker, der sogenannten Skeptiker oder der Leugner, wie sie auch heißen, sind wir in Kontakt, auch über den Umweltausschuss. Große Bandbreite von internationalen Experten, die kommen und jeder sagt, die anderen verweigern die Diskussion. Und die Gegenseite, die sagen immer, oh, ist alles schon bekannt, wir müssen nicht mehr reden. So funktioniert aber Wissenschaft nicht. Ja, in Wissenschaft, man redet immer. Man redet immer und sagt, was gibt es Neues, was gibt's, hat sich geändert und es muss ja was Neues geben. Von Paris 2015 bis zum, 2018 in Japan, Nagano, glaube ich. Bis zum Special Report 1.5. Also innerhalb von nur 3 Jahren hat das IPCC, der sogenannte Weltklimarat, hat das Carbon Budget, also den Kohlenstoff, das CO2, das die Menschheit noch verbrauchen darf, gemäß ihrer Berechnungen, hat es mal schnell um Faktor 2,5 erhöht. Innerhalb von 3 Jahren. Und da wollen die uns erzählen, es gibt nichts mehr zum Reden, es wäre alles gesiegt. Um den Faktor 2,5 einfach mal so über Nacht. Und die Erwärmung, über die wir reden, ist nicht mehr 2 Grad wie bei Paris, wir reden über 1,5 Grad jetzt. Also ob 2 Grad keine Rolle mehr spielen. Und da erzählen die uns, wir müssten nicht mehr miteinander reden, das ist kompletter Unsinn. Tut mir leid. Also es gab in dem Deutschen Bundestag eine Anhörung, die war 2018, da ging es um CO2. Wir hatten einen Experten aus Israel geladen und die SPD hat einen Experten vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Das war der Herr Levermann, der hat sich hervorragend blamiert vor laufender Kamera. Er hat hanebüchene Aussagen getroffen, die alle auf Video drauf sind und wo man sehen kann, der Mann hat tatsächlich von der Materie überhaupt keine Ahnung. Die Leute sind komplett nackt und der Grund, warum sie die Diskussion vermeiden, warum sie eine Podiumsdiskussion zu einem
Hintergründen des Klimawandels mit Experten, die anderer Meinung sind, warum sie das nicht führen würden, ist, weil sie nichts haben. Sie haben nichts. Es ist nur eine Idee, es sind nur Modelle und es gibt keinen Beweis draußen, dass das real passiert, was in den Modellen behauptet wird. Die gibt es nicht. Vielen Dank. Nächste Frage geht wieder an Michael Stauch. Jetzt kommen wir mal Thema weg vom Thema Energie. Aber auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Was ist Ihr konkreter Plan, die Digitalisierung bei uns im Landkreis voranzutreiben? Gut, also Digitalisierung ist ja ein allgemeiner Überbegriff. Der ist ja eigentlich alles drunter gefasst, was bedeutet weg von Papier hin zu digital. Auf Landkreisebene betrifft das jetzt zum einen das Landratsamt, dass das halt digitalisiert wird, dass man, wie es immer so schön heißt, zum Fahrzeug ummelden nicht mehr das Haus verlassen muss, und zum anderen der Breitbandausbau. Zum Landratsamt, da fordert ja schon die FDP auf Staatsebene schon seit Jahren, dass da die Digitalisierung vorangetrieben wird. Wenn man jetzt die ganzen die Wahlveranstaltungen für die Gemeinderäte abklappert, dann sind die auch alle voll dafür. Also ich bin gespannt, wie man sich da einbringen kann, was da für konkrete Pläne kommen von den anderen, weil es muss ja schon schließlich was vorliegen. Da kann man sich ja mal die Konzepte von den anderen Parteien anhören und auch mal nachschauen, warum die jetzt immer noch auf Eis liegen. Breitbandausbau und Mobilfunkausbau, da gab es meines Wissens nach im letzten Jahr, gar nicht so lange her, vom Kreistag eine Studie, die wurde in Auftrag gegeben an ein privates Unternehmen, die mal rausfinden sollte, wie steht der Landkreis da, wo sind die weißen Flecken. Seitdem hat man davon nichts mehr gehört. Da werde ich einfach mal nachfragen, was daraus geworden ist, beziehungsweise falls er noch nicht fertig ist, auf das Ergebnis warten und die dann einfach mal veröffentlichen, Stichwort Transparenz. Weil wenn die Bürger wissen, woran sie sind, dann glaube ich, kommt da auch ein bisschen mehr Bewegung in die Sache. Um es dann konkret zu machen, da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass man dann mit Gemeinden sich zusammensetzt, schaut, wo hat es die größten Probleme, wo sind die meisten Unternehmen, die da vielleicht auch mal ein bisschen mehr zahlen würden, damit sie gutes Internet haben. Dann, was natürlich auch Homeoffice-Leute betrifft, die wollen ja auch von zu Hause aus arbeiten, wo sind da wirklich die größten Probleme im Landkreis und wo sollte man schnellstmöglich was machen. Und da kann man dann eine Prioritätenliste erstellen und die dann Punkt für Punkt abarbeiten. Und da stelle ich mir dann vor, dass man dann mit den Gemeinden sich zusammensetzt und dann für die am Ort beste Lösung rausfindet und die dann halt auch umsetzt, indem man zum Beispiel Arbeitskreise bildet, wo dann auch Vertreter von den Gemeinden mit drin sitzen, die dann da halt auch was mitzureden haben. Vielen Dank. Ich glaube, da ist gerade zu dem Thema ist enormer Nachholbedarf. Irgendjemand hat es auch in der Rede heute schon gesagt, die Digitalwüste Deutschland. Also ich glaube, da ist richtig viel nachzuholen. Die nächste Frage geht an Jürgen Henrizi. Wie stehst du zu einer Fußgängerzone in der Dachauer Altstadt, eventuell Thema Belebung? Die Dachauer Altstadt, die leidet ja, das sage ich mal, als Münchner, wo schon seit Jahren unter dem Geschäftesterben. Ich denke mir mal, das liegt jetzt nicht unbedingt dazu, dass es eine Fußgängerzone da geben sollte, sondern es liegt wohl dazu, dass Mieten zu hoch sind, dass die Leute da nicht einkaufen in der Altstadt, dass man woanders einkauft. Und wenn, dann müsste man um das Geschäftesterben entsprechend aufzuheben, respektive entgegenzuwirken, müsste man eigentlich schauen, dass man den Geschäften hier ein besseres Geschäft vermittelt, dass man das attraktiver macht. Das könnte man spontan gesagt dadurch tun, dass man ja auch die Mieten relativ gering hält, dass man da seitens der Stadt dem entgegenkommt, dass man auch Anregungen bietet, hier einzukaufen. Wie das jetzt im Einzelnen ausschaut, da bin ich jetzt überfragt, sage ich mal, aber sicherlich kann man da das eine oder andere tun, aber ich bin ganz klar gegen eine Fußgängerzone in der Altstadt, weil wie soll man sonst hierher kommen? Dann würde man entsprechend dieselben Dinge haben, die man auch schon in München hat. Da hat man die Sendlinger Straße entsprechend zur Fußgängerzone gemacht. Man guckt dann immer durch.
Der Genet ist dadurch eben mehr Leid EiKVG und außerdem ist es so, es wohnen auch einige Leiter, ältere Leiter, die dürfen dann wahrscheinlich mit dem Sonderausweis durchfahren. Also ich für meinen Teil bin da sehr skeptisch, was jetzt die Fußgängerzone in Deutschland anbelangt. Vielen Dank. Nächste Frage an Uli Henkel. Die hätte jetzt von mir sein können, die Frage. Sie sind im Rundfunkrat. GEZ ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Sie sind im Rundfunkrat. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Intendanten? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt versteck ich mir ein bisschen, weil jetzt fliegen gleich die Tomaten. Nein, also liebe Freunde, ich sage euch eins, Mut zur Wahrheit bedeutet, dass man auch Dinge, die in Ordnung sind, benennt und dafür umso härter die Dinge, die nicht in Ordnung sind, kritisiert. Deine Frage war jetzt ganz konkret, wie ist die Zusammenarbeit mit dem, sagst du es noch? Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Intendanten? Okay, ja eben, ich habe es nämlich auch so jetzt gehabt mit dem Intendanten. Also man muss ganz klar unterscheiden, natürlich mit dem Intendanten und dem Rundfunkrat, man muss überhaupt das Thema Personalien von der Idee, die die AfD hier ganz klar und stringent vertritt, trennen. Der Intendant, und bitte jetzt nicht mit Tomaten werfen, aber es ist nun mal so, der Intendant ist eigentlich ein feiner Kerl, er ist ein kluger Mensch und, wie soll ich das sagen, er ist jemand, der die Themen und die Probleme erkannt hat. Das ist schon mal das Allerwichtigste zunächst einmal. Das ist jetzt nicht geschimpftes Lob genug, sagt man ja, aber also das muss ich jetzt schon mal vorwegschicken. Und das Gleiche betrifft auch den Chef des Rundfunkrats, den Dr. Wolf, einen katholischen Kirchenführer, der wirklich auch sich bemüht, die Dinge ordentlich zu machen. Der Rundfunkrat selber ist, das wusste ich selber ja auch nicht, das ist ein Verein von 50 Leuten, das sind 50 Lobbyisten, die ihre eigenen Interessen und die hinter ihnen stehenden Organisationen vertreten. Also ganz klar, an meinem Beispiel, ich bin im Rundfunkrat für die AfD als Lobbyist und ich habe selbstverständlich dort den Auftrag meiner Partei, nicht grüne Ideale zu vertreten, sondern die Position der AfD zu vertreten. Und trotzdem muss man einfach sagen, weil diese Frage ja eine sehr persönliche auf den Intendanten gerichtet ist, ich erzähle es am besten so, dann versteht ihr es am besten. Als ich das erste Mal, das ist jetzt gut ein Jahr her, Mitte Februar 2019, erstmals in den Rundfunkrat gekommen bin, da standen die alle so da und erwarteten, jetzt kommt die Tür auf, einer kommt rein, haut das alles zusammen, macht alles klein und geht wieder. Also so war die Erwartungshaltung. Und dann habe ich mich hingesetzt und zugehört. Und nach der ersten Rundfunkratssitzung, so nach 4 Stunden, war die dann vorbei, dann kam irgendjemand und sagte, Sie haben heute gar nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, wenn ich wo neu hinkomme, dann höre ich erstmal zu. Ich versuche erstmal zu lernen, wie das da abläuft, bevor ich den Mund aufmache und hier rumkrakehle. Das ist nicht meine Art und Weise. Ich will ja was erreichen. Und jetzt, da werdet ihr schon ein bisschen jetzt zufrieden mit mir sein. Eins ist klar, ich kann da nicht reingehen und sagen, Leute, nächsten Monat Rundfunkbeitrag gestrichen, wir lösen das Ding auf, wir verkaufen die Immobilien und machen eine Tiefgarage draus oder was auch immer. Das wäre zwar nett, aber ist nicht wirklich sinnvoll. Und wenn ich als Politiker so einen Schmarrn sage, dann nehmen Sie mich nicht für voll. Also habe ich mir überlegt, wie groß müssen die Schritte sein? Und ich habe mich entschieden, so wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, mit relativ kleinen Schritten zufrieden zu sein, denn die AfD ist ja gekommen, um zu bleiben. Und ich mache nur eins in dieser ersten Legislatur im Bayerischen Landtag. Ich versuche ja nur den Weg zu bereiten, dass die, die nach mir kommen, schon eine bessere Fahrbahn vorfinden als das Geröll und das Gestein und diesen schiefen Weg, den ich jetzt vor mir habe. Also das heißt, ich sage, ich mache ein bisschen was, und zwar das, was ich kann, in der Hoffnung, dass die nach mir kommt und es schon besser haben und es immer schneller läuft, bis das Ganze eine gute Autobahn für die AfD geworden ist. Und ich habe mir den Intendanten genommen, der wirklich, deshalb habe ich es eingangs so erwähnt, der wirklich ein kluger Mensch ist und der zuhört. Und ich habe ihm gesagt, Herr Wilhelm, ich habe eigentlich nur 3 Wünsche, und ich möchte mit Ihnen, wie man das in dem Unternehmen macht, wie ich das als Unternehmensberater gemacht habe und auch im Vorstand des Unternehmens, in dem ich 6 Jahre lang war,
machen wir doch Zielvereinbarungen. Ich habe mit ihm drei ganz kleine Zielvereinbarungen genommen, wobei die letzte ist eine große Zielvereinbarung. Die erste Zielvereinbarung war, dass ich gesagt habe, Herr Wilhelm, ich habe mal nachgeschaut im Vereinsregister, wo ja Parteien eingetragen sind, und da steht AfD, Alternative für Deutschland, da steht gar nicht die rechtspopulistische AfD. Wie wäre es, wenn wir im Bayerischen Rundfunk künftig nicht mehr die rechtspopulistische AfD sagen, sondern die AfD? Denn wir sagen ja auch nicht die den Arbeiter verraten haben, den SPD, die klimahysterischen Grünen, wirtschaftsfanatische FDP und die bigotte CSU, sondern da sagen wir CSU, SPD, FDP, Grüne. Ich fände es toll, wenn wir versuchen, künftig auch AfD zu sagen, statt rechtspopulistische AfD. Okay, können wir drüber reden. Also, er hat jedenfalls erstmal diesen Wunsch von mir zur Kenntnis genommen und tatsächlich, es funktioniert noch nicht immer, aber es ist schon deutlich besser geworden. Und ein Punkt jetzt auch noch, nicht, dass Jan Wilhelm da unbedingt den Schutz nehmen möchte, aber Fakt ist, ich meine, ihr wisst, er war Regierungssprecher von Angela Merkel, ja, also er ist kein Grüner. Und seine unteren Chargen haben die Farbe schon lange gewechselt. Früher war der Bayerische Rundfunk der CSU-Haussender, heute ist die Basis im Bayerischen Rundfunk eher grün. Und da hat der Chef schon Probleme damit, dass seine unteren Leute das ausführen, was er sagt. Aber, also, erste Zielvereinbarung, AfD wird bitte in Bayerischen Rundfunksendungen als AfD bezeichnet. Zweite, habe ich gesagt, ich finde es nicht gut, wenn in Tatorten und so im Hintergrund sieht man diese Plakate, Fuck AfD und alles Mögliche. Ihr habt das in Tatortfilmen gesehen. Es laufen Leute rum, die haben Antifa-T-Shirts an und all diese Dinge. Ich sage, das würde euch doch auch nicht gefallen, wenn da welche rumlaufen würden mit Fuck grüne T-Shirts oder ja, mit all diesen Dingen. Und wir sind nun mal eine Partei, die von 10,2% der Bevölkerung in Bayern gewählt worden ist. Also ist der Auftrag des Bayerischen Rundfunks auch, sich um diese 10,2% zu kümmern. Und wir 10,2% finden es echt überhaupt nicht cool, wenn in einem Tatort die Kommissarin irgendwie so Anti-AfD-Sticker hinter sich an der Wand hat und so weiter. Wäre Ihnen dankbar, wenn Sie darauf achten würden. Herr Henkel, schauen wir mal, können wir darauf achten. So. Und dann habe ich gesagt, jetzt als letztes, mein letzter Wunsch, und natürlich ist diese Forderung groß und diese Forderung, ja, die ist eigentlich gigantisch groß, aber eigentlich diese Forderung ist nur das, was der Rundfunkauftrag hergibt. Ich habe gesagt, Herr Wilhelm, wenn ich aufhöre hier in 5 Jahren, dann möchte ich, dass im Bayerischen Rundfunk wieder zwischen Meinungskommentar und Berichterstattung unterschieden wird. Und das ist das, was im Rundfunkstaatsvertrag drin steht. Im Rundfunkstaatsvertrag steht drin, der Rundfunk ist für alle da. Und zwischen Meinungskommentar und Berichterstattung ist zu unterscheiden. Und wenn wir sind ja auch ein paar, die schon über 20 sind, im Raum, wenn ihr euch erinnert, früher war das so, da ist der Nachrichtensprecher hingegangen und hat gesagt, das und das ist heute passiert. Zum Beispiel, jetzt sage ich mal was ganz Dramatisches, ein Kernkraftwerk in Japan ist infolge eines Tsunamis explodiert. Das war die Nachricht. Dann kam vielleicht ein Kommentator und der sagte, der Kommentator kommt nun vom Bayerischen Rundfunk oder vom Hessischen Rundfunk und der sagte, natürlich, das hatten wir schon vorher gesehen, die Kernkraft ist das Schlimmste, was uns Menschen treffen kann. Das war sein Meinungskommentar. Und heute sagt der Nachrichtensprecher, ja, ein Kernkraftwerk ist in die Luft gegangen, wir hatten es ja schon immer gewusst und wenn wir und überhaupt, man müsste viel mehr und Habeck sollte bald Kanzler werden. Der Punkt ist, heute wird nicht mehr unterschieden zwischen Meinungskommentar und Berichterstattung, sondern es wird in einem gemacht. Ich nenne das Embedded Journalism, weil wir alle wissen, dass die Medien als die sogenannte vierte Macht bezeichnet worden sind und dass die Aufgabe der vierten Macht verdammt nochmal war, nicht mit der Regierung ins Bett zu gehen, sondern die Regierung zu kritisieren. Und das ist geschehen, bis die AfD aufgetaucht ist. Bis jahrzehntelang hat die Presse die Regierung kritisiert. Und seit neuestem ist die Presse mit der Regierung vollkommen einverstanden und die Regierung und die Presse zusammen haben beschlossen, es gibt nur noch einen Feind, dieser Feind steht rechts und da der einzige Feind, der angeblich rechts steht, greifbar ist in Form der AfD, geht alles gegen die AfD. Und ich habe ihm das gesagt und ich habe an seinen Augen gesehen und deshalb habe ich ihn nochmal vorhin so auch als Menschen, als wertvollen Menschen dargestellt.
Ich habe erkannt, dass er diesen Wunsch auch hegt. Und der Vorsitzende des Rundfunkrats, Herr Dr. Wolf, hat mir gesagt, Herr Henkel, wenn wir da nicht zurückkommen, werden wir alles verlieren, was wir in diesem Rundfunk aufgebaut haben. Damit meint er natürlich auch die Beiträge und all die Pensionen und alles. Aber er hat erkannt, das ist die Quintessenz des Ganzen. Wenn es uns nicht gelingt, dieses Rad wieder dahin zurückzuschrauben, wo es einmal war und wo es einmal gut war, dann wird Ihnen der Laden um die Ohren fliegen. Und ich sage euch, und jetzt dürft ihr die Tomaten werfen, wenn ich mich entscheiden muss für die Rundfunkgebühren oder für die Trennung von Meinungskommentar und Berichterstattung, dann sage ich, ich könnte mir vorstellen, die Rundfunksgebühren zu bezahlen, wenn ich eben wieder den Fernseher einschalte und diese Trennung sehe. Dann würde ich ihn eventuell auch wieder akzeptieren können. Aber das, was jetzt passiert, ist, dass Sie gegen mich schimpfen und von mir dafür die Gebühren wollen, damit Sie gegen mich schimpfen können. Und das kann ich nicht akzeptieren. Ich glaube, das unterstreicht ja wirklich jeder. Die Frage ist nur, wenn man jetzt, ich komme wieder auf die breite Masse und auf das, was man in den sozialen Medien liest und was man sonst hört, dass da noch nicht die gesamte Bevölkerung davon überzeugt ist. Also es gibt ja genügend Stimmen, die sagen, ja, dann zahlen wir halt die 17,50, haben wir ja immer schon gemacht und eigentlich läuft doch alles. Ich bin jetzt etwas überrascht, dass der Herr Wilhelm da so zumindest halb zugänglich erscheint. Der Mann steuert ein Unternehmen, welches insgesamt momentan mit 8 Milliarden pro Jahr betrieben wird. Wenn ich jetzt mal den gesamten Öffentlich-Rechtlichen nehme, die KEF-Anforderungen sind ja gerade da gewesen. Ich habe gerade vorletzte Woche mit dem Vorsitzenden der KEF gesprochen. Also es schweben ja schon lange die Zahlen von weiteren 86 Cent so im Raume. Irgendwie, das sind 1,8 Milliarden weitere auf die nächste. Kannst du vielleicht kurz die KEF erklären? Weil ich glaube, denke die meisten. Die Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also nochmal, Sie wollen weiteres Geld, Sie wollen mehr Geld haben, wobei Sie tatsächlich, und das ist so, Sie sparen, Sie müssen sparen, weil Sie brutale Pensionsverpflichtungen eingegangen sind. Unfassbare Pensionsverpflichtungen. Ich meine, jeder dieser Intendanten verdient mehr als die Kanzlerin, manche das Doppelte von der Kanzlerin, aber auch die mittleren Chargen, also Fernsehdirektoren etc., haben Pensionen, die sind unfassbar, die sind in der freien Wirtschaft nirgendwo zu finden und darunter leidet der Apparat und deshalb braucht er immer neues, frisches Geld, damit er überhaupt sein Programm aufrechterhalten kann. Nochmal, ich kann nur sagen, ich weiß aus den Gesprächen mit ihm, dass er die Probleme erkannt hat und natürlich möchte er, dass sein Unternehmen eine Zukunft hat. Aber diese Zukunft, weiß er, hängt nicht nur vom Geld ab, sondern sie hängt vor allem daran ab, dass die Menschen dieses Medium akzeptieren. Denn nur wenn sie es akzeptieren, werden sie es auch bezahlen. Und deshalb weiß er schon, dass er viel tun muss, um dieses, und ich sage das ganz deutlich, verloren gegangene Vertrauen einer großen Anzahl der Menschen in diesem Lande, jedenfalls in den öffentlichen rechtlichen Rundfunk wieder zurückzugewinnen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den er gehen will. Und ich habe ihm gesagt, wenn Sie diesen Weg gehen wollen, werde ich Sie unterstützen, soweit ich das kann als Rundfunkrat. Denn tatsächlich die anderen 49 Lobbyisten, die da rumsitzen, die vertreten nur ihre eigenen Interessen und es geht, und jetzt letzter Satz dazu, und es wird euch erschüttern. Also manchmal gehe ich da raus und denke mir wirklich, was ist hier los? Wir reden fast nur von Gender. Wir reden von Diversity, ja, und von brutaler Frauenquote. Im Bayerischen Rundfunk ist es so, dass drei Schichten existieren, eine untere, einfache, eine mittlere und eine obere. In der unteren Schicht sind Frauen jetzt schon in der Mehrzahl, in der mittleren sind es etwa 46% und in der oberen sind es 36%. Und statt dass sie das einfach sich normal entwickeln lassen, weil es entwickelt sich ohnehin in diese Richtung, es muss gepusht werden mit Programmen und was weiß ich immer und alles ist jetzt mit Sternchen und Unterstrich und gegendert, aber Diversity. Wir brauchen, ich meine es jetzt wirklich nicht böse, aber wir brauchen mehr einbeinige, lesbische Muslimas vor und hinter der Kamera. Über solche Dinge wird wirklich ernsthaft in Anführungszeichen, ja, es muss alles viel mehr, es müssen viel mehr
Farbige darf man auch nicht mehr sagen, habe ich gelernt. People of Color müssen vorkommen, ja, vor der Kamera, hinter der Kamera. Und dann haben wir grüne Vertreter und Gewerkschaftsvertreter im Rundfunkrat, die fordern permanent mehr Frauenquoten und überhaupt jeder zweite Tatort muss eine Kommissarin haben und das Drehbuch muss von einer Frau geschrieben werden und hinter der Kamera muss eine Frau geschrieben werden, sonst sind sie nicht zufrieden. Also es ist unglaublich und dann sage ich immer nur am Schluss, öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat ganz andere Probleme. Er hat nämlich das Problem, dass ihm das Publikum wegstellt. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, der hat noch nie in seinem Leben gefernseht. Der schaut nur auf sein Tablet oder so, auf sein Handy und Netflix. Der schaut kein Öffentlich-Rechtliches. Und wenn ihm die Leute wegsterben, die Öffentlich-Rechtliches anschauen und dafür die Gebühren zu zahlen bereit sind, wie du gesagt hast, ja, dann steht er irgendwann ganz nackt da. Und dann hat er seine Kunden verloren. Also der Bayerische Rundfunk oder der Öffentlich-Rechtliche hat ganz andere Probleme, aber beschäftigt sich vor allem mit Diversity und Gender. Trotz der letzten drei Sätze bin ich doch ein wenig mehr optimistisch, als ich vor diesen Ausführungen war. Wir wechseln jetzt komplett das Thema, kommen in die Landwirtschaft. Die Frage geht an Johannes Huber. Warum gehen Ihrer Ansicht nach die Landwirte auf die Straße? Genau wegen dem Unterschied zwischen der veröffentlichten Meinung durch die Medien und die öffentliche Meinung, die nämlich komplett eine andere ist. Um da anzuknüpfen an das, was Uli Henkel gesagt hat. Die Bauern gehen deswegen auf die Straße, mal ganz kurz zusammengefasst, weil ihnen die Erträge wegsterben, weil sie zu wenig am Ende des Monats haben von dem, was sie einsetzen. Und dafür gibt es Verantwortliche. Die Politik lässt sie letztendlich im Stich, mindestens, gängelt sie aber noch weiter und deswegen fahren mittlerweile die Bauern mit den Traktoren nicht nur zum Landtag, sondern bis in den Bundestag nach Berlin. Und zwar bundesweit kommen die Bauern mit den Traktoren. Waren jetzt schon zweimal in Berlin auf einer großen Demonstration. Da gibt es auch diese Verbindung, Landschaft-Verbindung, um da aufmerksam zu machen auf die Missstände. Aber was ist der Grund, dass ihnen am Schluss auch die Erträge wegsterben? Nämlich diese Gängelung, nicht nur von der Bundesregierung, sondern von der Europäischen Union. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so ähnlich wie in der Automobilindustrie. Wenn in unserer real existierenden Planwirtschaft die Ziele, die ökologischen Ziele nicht eingehalten werden, die von der Europäischen Union kommen und in jedem Land durchgesetzt werden müssen, dann muss die Bundesrepublik Strafe zahlen. Und damit das Ganze messbar ist, da beziehe ich mich wieder auf das, was Rainer Kraft gesagt hat, gibt es in der Landwirtschaft verschiedene Messstellen, dass dort das Nitrat gemessen wird im Boden, Stichwort gibt es dann diese Düngeverordnung, die gemacht wurde. Die Messstellen wurden teilweise tendenziös dorthin gestellt, wo einfach die Werte sehr hoch sind. Und im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist Deutschland auch das Land, das nicht die niedrigsten Werte nach oben, nach Brüssel gibt es ja nicht die höchsten Werte. Das heißt, wir bescheißen uns praktisch selber, weil wir zu wenig messen, weil wir falsch messen und dann noch die schlechten Ergebnisse nach oben geben, sodass wir auch die höchste Strafe zahlen müssen, wenn wir die Ziele, die planwirtschaftlichen Ziele nicht einhalten. Dieses System ist pervers. Und da konnte ich jeden einzelnen Bauern verstehen, der auf den Traktor steigt, um 600 Kilometer nach Berlin zu fahren, um dort zu demonstrieren, in der Hoffnung, dass er dort gehört wird. Vielen Dank. Nächste Frage geht an Rainer Kraft. Ich hoffe, ich kann es entziffern. Nehmen alle großen Industrienationen am Thema Nachhaltigkeit teil? Und wer soll dann die Trillionen von Euros oder Dollars erwirtschaften, wenn alle Industrie zerschlagen ist? Oder lachen alle über die Deutschen? Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist mit Ausnahme der USA von allen Nationen angenommen worden. Für die meisten Nationen, also die ganz afrikanischen, bedeutet das natürlich in erster Linie, dass sie auf die Seite der potenziellen Empfängernationen sind. Das heißt, ein afrikanischer Staat hat eigentlich niemals einen Grund, irgendeine UN-Resolution nicht anzuerkennen, weil im Zweifelsfall fällt ein bisschen Geld für ihn ab. Ich habe aber auch mit afrikanischen Parlamentariern auch geredet diesbezüglich. Und die Agenda 2030 ist eine wichtige Richtschnur, es ist quasi Staatshandwerk für Anfänger.
sozusagen. Und das ist für afrikanische Politiker, die fangen wirklich ganz von vorne an. Und es ist für sie eine Richtschnur, was sie zu Hause erzählen können. Sie können zu Hause erzählen, es ist richtig, dass wir das machen, weil damit tun wir den Hunger verringern. Es ist wichtig, dass wir die Bildung beibringen. Es ist wichtig, dass wir die Frau als gleichberechtigt anerkennen. Nicht gleich, nicht in gleich diesem Genderschwachsinn, sondern als gleichberechtigtes Wesen. Und das Beste war ein Politiker aus Zimbabwe war ja, der gesagt hat, er war in der Schule und das auch heißt, Mädchen sind minderwertig. Und dann sitzt er, einige 20 Jahre später, sitzt er bei den Vereinten Nationen und diskutiert eben darüber, wie Frauen als gleichberechtigt in allen Gesellschaften der Welt anerkannt werden. Über die Pervertierung, was die Deutschen wieder damit machen, dass sie anfangen, Geschlechter zu erfinden, dass sie anfangen, Geschlechtergrenzen aufzuheben, also Männer und Frauen das Gleiche werden, also dem besagten Agenda-Spaß. Das sind die vollkommen falschen Ziele, um die es geht. Aber die Agenda 2030 in ihrem absolut obersten Grundbaustein ist wirklich, man könnte sagen, die Grundsätze des menschlichen, humanistischen, ethischen Handelns. Dass ich sage, ich will ein sauberes Land haben, ein sauberes Wasser, saubere Luft. Ich will, dass die Leute was zum Essen haben, dass sie ein Gesundheitssystem haben, dass sie Jobs haben. Ja, es steht, ein nachhaltiges Ziel ist, dass die Leute Zugang, umfassenden Umgang zu guter Arbeit haben. Das ist ein nachhaltiges Ziel Nummer 9. Das ist die ganze AfD auch komplett dabei, oder? In Europa, oder? Nein, weltweit. Im Prinzip weltweit. Also das heißt, die wirtschaftsfeindliche Politik der Grünen ist nicht nachhaltig. Wir hatten es im Parlamentarischen Beirat, hatten wir das Problem. Es ging um ein gemeinsames Standortpapier zu machen von allen Fraktionen, wir sind eingeladen, damit zu machen, über nachhaltige Bildung. Die anderen kamen mit einem Papier daher, man muss den Kindern viel über Nachhaltigkeit erzählen, über Genderschwachsinn und andere Dinge. Und wir haben gesagt, nein, man muss nichts über Nachhaltigkeit wissen, um nachhaltig leben zu können. Wenn wir ihnen MINT beibringen, also Mathematik, Naturwissenschaften etc., dann können sie tolle Sachen bauen. Sie können Wohlstand schaffen für sich, dann sind sie gegen die Armut. Sie können tolle landwirtschaftliche Prozesse entwickeln, dann tun wir was gegen den Hunger. Sie können tolle Abgasreinigungssysteme entwickeln, wenn sie ingenieurmäßig gelernt haben, dann tun sie was gegen Luftverschmutzung. Und sie müssen überhaupt nichts wissen von diesem Genderblödsinn oder von Nachhaltigkeit selber. Und das haben die anderen dann abgelehnt. Und eine junge FDP-Parlamentarin, die den ersten Tag im Obleute-Gespräch war, also wo die Fraktionen sich treffen, die hat es dann gewagt zu sagen, ja, die AfD hat ja recht mit dem MINT-Sachen, dass die Leute mehr MINT studieren sollen. Das war eine Woche nach Thüringen und sie wurde sofort gemaßregelt, dass sie sich gefälligst zu erklären hatte. Wie gesagt, es war kein öffentliches Gespräch, es war ein Obleute-Gespräch mit der verschlossenen Tür. Sie wurde sofort gemaßregelt, sie hat sich sofort zu erklären und sie hat sich sofort zu distanzieren. Also so ist der Umgang so im Bundestag. Ja, die allermeisten machen mit. Es gibt eine jährliche Konferenz, das High Level Political Forum in New York, da war ich dieses Jahr auch zum ersten Mal. Da gibt es dann die Selbstbezichtigung. Jede Nation stellt alle 4 Jahre einen Fortschrittsreport dar. Ein Fortschrittsreport ist dann folgendermaßen: Die Deutschen erzählen wieder, was sie alles nicht erreicht haben, wie schlecht sie doch sind. Und die ganzen anderen aus Tansania und Kasachstan und sonst wo erzählen den schönen vierfarbigen Broschüren, die alle rumliegen, wo ich mir einige mitgenommen habe, wie hervorragend sie sind und dass doch alles wunderbar ist und dass sie fast jedes Ziel erreicht haben. Ja, so läuft es auf der Uni-Ebene. Also es ist eine eigene Welt und da müsste man wirklich mal gewesen sein. Formal machen alle mit, aber sagen wir auch so, jede andere Nation, bis auf die Deutschen, wissen, wann sie diese Ziele über Bord schmeißen und wann sie den eigenen Interessen wieder genügen und dass sie auf keinen Fall zulassen werden, dass diese eigenen Interessen dass die Nachhaltigkeit ihren eigenen Interessen im Wege steht. Deutschland dabei auszunehmen, während der Weihnachtskranz ist in den meisten Interessen der anderen Länder vertreten. Deutschland zahlt immer sehr viel und sehr gerne. Und Deutschland ist immer stolz, wenn sie ihren Beitrag bei der UNO mal wieder verdoppeln können. Deutschland ist wahrscheinlich auch stolz darauf, dass sie bei der UNO nicht in ihrer eigenen Landessprache reden, sondern in Englisch, auch wenn sie es nicht können, was bedauerlich ist. Ist so. Aber ich glaube, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. An dieser Agenda 2030 ist eine Grundidee, ist nichts falsch. Aber was die Leute daraus machen, wenn es mal heruntergebrochen wird, das ist wieder eine Pervertierung dieser Ziele, es ist kontraproduktiv. Man braucht sie mit der Behauptung, dass es ein drittes Geschlecht gibt, braucht man sie auf der Welt nicht sehen lassen. Und ich brauche dann auch nicht mit Nationen, wo die Frau tatsächlich unterdrückt wird. Da brauche ich nicht anfangen nach dem Motto, weißt du was, übrigens, wenn du die Frau gleichberechtigt hast, die haben noch ein paar andere Geschlechter erfunden, die kannst du dann auch noch gleichberechtigt machen. So kann ich doch die Gleichberechtigung der Frau weltweit nicht durchsetzen, indem dass ich dieses Thema ins Lächerliche ziehe. Also was die Deutschen daraus machen, ist immer kontraproduktiv und sie schaffen es selbst gute Ideen kaputt zu machen. Vielen Dank.
wir sind ja zeitlich schon sehr, sehr fortgeschritten. Eigentlich sind wir deutlich übers Ziel hinaus. Deswegen kommen wir zur letzten Frage und die geht an den Herrn Huber. Dringt der Petitionsausschuss mit allen Anliegen der Bürger bis in die parlamentarischen Gremien durch? Fragezeichen. Jein. Also jede Petition muss entschieden werden. Egal, ob jetzt einer schreibt oder eine, oder ob das eine Massenpetition ist, die 50.000 Mitzeichner erreicht und dann öffentlich angehört wird und das dann live übertragen wird im Bundestags-TV. So war es zum Beispiel bei der Lengsfeld-Petition. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, da ging es darum, zusammen mit weiteren Intellektuellen, auch der Henrik Broder war damals im Bundestag, die Leute wollten die Rechtmäßigkeit an den deutschen Grenzen wiederherstellen. An dem Beispiel kann man das vielleicht erkennen, ob das durchdringt oder nicht. Es ist noch nicht entschieden, weil die Bundesregierung aufgefordert wurde, eine neue Stellungnahme zu erarbeiten, weil sie in der Zwischenzeit mit ganz, ganz kleinen Schritten, also noch kleinere Schritte als Uli Henkel, kosmetische Verbesserungen versucht haben zu erzielen, dass nämlich an der Grenze zwar diejenigen, die von Österreich und von weiteren sicheren Drittländern immer noch ungehindert, wenn sie Asyl sagen, ins Land einreisen dürfen, aber auf dem Papier nicht mehr die Leute, die eine Wiedereinreisesperre haben, weil sie schon mal aus Deutschland rausgeflogen sind. Das hat Seehofer geschafft, gegen Merkel zumindest durchzusetzen. Diese kleine Verbesserung soll jetzt nochmal besonders gewürdigt werden und die Petition wird dann wahrscheinlich mit Mehrheitsbeschluss votiert, dass das abgeschlossen wird, weil es doch schon erledigt sei. Dann sagen wir aber als wirkliche Opposition, nein, das ist natürlich noch nicht erledigt, weil es immer noch jeden Tag eine rechtswidrige Verletzung der deutschen Grenze gibt. Und warum gibt es die? Weil unser Bundesinnenminister Seehofer vielleicht von den 100% Zielerreichung 1% erreicht hat. Die Leute kommen natürlich immer noch, obwohl sie eine Wiedereinreisesperre haben. Und die ganzen restlichen Leute kommen sowieso. Und warum kommen die? Weil der Innenminister Seehofer das Recht außer Kraft gesetzt hat. Hintergrund, im September 2015 war es ja so, dass die Leute, die Bilder, die kann sich noch jeder erinnern, von Ungarn über Österreich nach Deutschland marschiert sind und die Kanzlerin in einer moralischen oder humanitären Notwendigkeit, das hat sich begründet, die Leute reingelassen hat. Es gibt nämlich im Asylgesetz, und das ist ganz entscheidend hier, im Asylgesetz gibt es die Ausnahme, dass Leute von sicheren Drittstaaten, wie zum Beispiel Österreich, nicht zurückgewiesen werden, wenn der Innenminister sagt, und damals war es der Thomas de Maizière, wenn der Innenminister sagt, dass müssen wir aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen müssen wir die Leute reinlassen. Und deswegen ist die ganze Argumentation immer auf diesen Moralismus, immer auf diese humanitären Gründe, weil im Asylgesetz das so drin steht. Darauf bezieht sich Merkel, darauf bezieht sich damals de Maizière und heute Seehofer. Auf Deutsch zusammengefasst, Horst Seehofer hätte es in der Hand. In jeder Sekunde, die wir atmen, könnte er den Ministererlass zurücknehmen. Und die Leute müssten an der Grenze Halt machen, würden von der Bundespolizei auch abgehalten werden, zurückgewiesen werden und das Problem wäre praktisch erledigt, der Wasserhahn wäre endlich gestopft. Wie gesagt, zurück, ob die Petition durchdringt, ja, sie ist durchgedrungen in die Öffentlichkeit und das ist auch das Größte, was eine Petition erreichen kann, weil die jetzige Bundesregierung die wenigsten Petitionen wirklich auch annehmen möchte, im Sinne einer wirklichen Verbesserung, aber wir schaffen es dann mit der Öffentlichkeit zusammen, da schon auch durchzudringen. Und ich bin gespannt auf die Ausschusssitzung, möglicherweise jetzt schon im März. Und ich werde dann natürlich auch berichten, was rausgekommen ist. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich denke, wir haben einen sehr kurzweiligen und informativen Abend erlebt. Ganz kurz. Ich habe Ihnen ja versprochen, wir haben einiges an Fakten, wir haben einiges an unterschiedlichen Meinungen und der Abend heißt ja 5 Köpfe und 5 Themen. Ich denke, wir haben einen Rundumschlag über kommunalpolitische Dinge gehört, wir haben nationale Themen und internationale Themen angeschnitten, wir haben neue Zahlen gelernt, Trillionen,
Also die sind ja über Millionen zu Milliarden, jetzt sind wir schon in ganz anderen Größenordnungen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute hier waren. Ich möchte an der Stelle noch kurz auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Nächsten Mittwoch, der Aschermittwoch, ist unser politischer Aschermittwoch ab 19 Uhr hier an gleicher Stelle mit unserer Landesvorsitzenden, der Corinna Miaska. Außerdem werden verschiedene Sprecher der Kreisverbände aus München, ich glaube Wolfgang Wiele spricht unter anderem, hier teilnehmen. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Termin. Dann haben wir unseren Stammtisch, die Blaue Stunde, am Donnerstag, den 5.3. ab 19 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Und an der Stelle darf ich nochmal auf diese kleinen blauen Visitenkarten hinweisen. Melden Sie sich bitte zu unserem Newsletter an, dann werden Sie automatisch über die gesamten Termine informiert. Ich bedanke mich bei unseren Rednern aus dem kommunalen Bereich. Ich hoffe, dass Sie soweit überzeugen konnten von der Argumentation her und von den Fakten, dass Sie am 15. März die Kreuze, Sie haben ja mehrere Kreuze, die Sie verteilen können, auch richtig setzen. Bedanke mich nochmal bei Ihnen fürs Kommen und darf jetzt, da wird schon kräftig mitgeholfen, ein kleines Präsent an unsere Redner überreichen. Blumen für dich. Vielen Dank.